Portfolios, habt ihr Bock? Hallo Thomas, ich wollte auch mal mein Portfolio teilen und freue mich über jede Meinung. Ich bin ein 30-jähriger Softwareentwickler und bespare nun schon seit knapp 2018 bei Weltsparen mein ETF-Depot. Ah, okay, damit haben die, glaube ich, das Angebot angefangen, 2018. Daneben habe ich noch ein paar Einzelaktien, die aber nur zum Zocken und einen kleinen Teil des Portfolios ausmachen. Vielen Dank im Voraus für euer Feedback. Ja, bin mal gespannt, wie klein dieser Zockereiteil ist. Also das hier ist das Portfolio, genau. Also der Zockeranteil sieht echt sehr klein aus, aber sehr viel, aber sehr kleinteilig. Also 112.000 sind drin, also wieder ein ganz, ganz kleines Portfolio. Nein, Spaß beiseite. Stattlich, ja gut, für 30 Jahre. Ja. Viele haben ja 100.000. Es war ironisch gemeint, weil wir immer so viele Kommentare kriegen, dass wir immer so massive Portfolios machen und dass es bei uns quasi normal ist, mit 24 schon eine 500.000 geerbt zu haben. Nein, 112.000 mit 30 ist natürlich richtig krass. Also das ist echt sehr, sehr viel Geld. Was haben wir für Positionen da drin? Also wir haben genau 1, 2, 3, 4, 5, 6 ETFs. Dann hier noch einen 7. Aha. Und okay. Also wir haben eine ganze Kombination von Vanguard ETFs. Vanguard FTSE North America, Developed Europe, Emerging Markets, Global Small und Japan und dann Developed Asia Pacific ex Japan. Also er hat Pazifik mit drin, er hat Japan mit drin und das sind zwei unterschiedliche ETFs und dann hat er nochmal Emerging Markets, Europa, Amerika. Ist das nicht so eine Art Weltlösung? Ich meine, er hat gesagt, das ist bei Weltsparen. Es ist und dass die so eine, dass die so ein, ah, das ist das Portfolio, einen Weltkorb haben, was irgendwie von Vanguard ist. Guter Punkt. Ja, ich glaube, also die Zusammenstellung ist sehr wahrscheinlich von Weltsparen selbst. Schauen wir uns einfach mal ein paar an. Also zum Beispiel diese North, hier Asia Pacific, da könnten wir mal gucken, was da drin ist. Ihr kennt die Superintegration bei Parkett. Hier kommt ihr direkt in unseren ETF-Informer rein. Da können wir uns den ETF etwas genauer anschauen. Was mich mal interessieren würde, ist die Zusammensetzung. Also es ist Ex-Japan, heißt das gute Ding. Okay, gut, das war schon meine Vermutung. Also pazifischer Bereich Ex-Japan. Der größte Teil, Löwenanteil mit 45% im Pazifikraum sind tatsächlich australische Aktien und dann Südkorea. Aber warum ist in China so klein? Ich glaube, China, das dürften hier nur so eine kleine Resterampe sein. Also ich glaube, da dürfte höchstens ein chinesischer Wert sein. Das sind halt so ein bisschen die Datenfehler. Weil guck, du hast ja zum Beispiel auch Amerika mit drin oder Italien. Und das sind halt so ein bisschen Datenfehler, weil der ist physisch replizierend. Aber es gibt gewisse Aktien, die woanders ansässig sind. Beispielsweise, das beste Beispiel, wenn du die Zusammensetzung vom DAX anschaust, wirst du sehen, du hast 10% Vereinigtes Königreich. Und das liegt an der größten Position, nämlich hier Linde. Aber die größte Position im DAX ist tatsächlich Linde. Und Linde ist eine PLC, also der Firmensitz ist in UK, also im Vereinigten Königreich. Und deswegen wird das halt so genommen. Obwohl Linde eigentlich eine deutsche Firma ist. Aber ja, die sind dann eine PLC, aber die haben einfach Bock, in Deutschland gelistet zu sein? Oder genau. Also die haben einfach nur ihren offiziellen Sitz. Punkt. Ihren Unternehmenssitz. Und genau dasselbe hast du dann hier sehr wahrscheinlich auch mit so einzelnen Aktien. Deswegen hast du halt so einen kleinen Teil Italien, Amerika und China mit drin. Ist halt immer ein bisschen verwirrend, aber das kann man sich halt ganz gut angucken, wenn man sich hier die einzelnen Dinge, also die einzelnen Positionen anschaut. Und dann siehst du hier natürlich mit Abstand das Größte ist natürlich hier die 7% nordkoreanisches Samsung. Südkoreanisches. Das, weil du eben Nordkorea gesagt hast, hat mich verwirrt. Und dann hast du halt hier verschiedene, die Top 10 Firmen. Okay, cool. Dadurch sieht man aber schon ganz gut den Fokus. Ne? Also größter Fokus ist Australien im Pazifikraum. Dann hast du Korea mit drin, Indonesien. Was ist eigentlich mit Taiwan? Ist Taiwan mit drin? Naja, stimmt, nein. Taiwan ist ja in den Emerging Markets. Also das hier sind ja nur die Länder, die nicht als Emerging Markets zählen. Und da ist übrigens Südkorea ein ganz interessanter Fall, weil Südkorea, glaube ich, nach MSCI-Standards, müsste ich nochmal verifizieren, aber ich glaube schon, Südkorea ist nach MSCI-Standards nämlich kein Industrieland, sondern Schwellenland, also Emerging Market. Es ist Es ist ein Emerging Market. 11% sogar. Bei MSCI ist es ein Emerging Market. Und bei FTSE, also der Index, der hier für Vanguard erzeugt wird, also Indexanbieter dahinter bei Vanguard, ist ja FTSE, FTSE, Financial Times Stock Exchange. Genau, das ist der FTSE und bei denen ist Südkorea als Industrieland klassifiziert. Deswegen hat man hier halt nur Industrielandwerte mit drin. Das hier übrigens unsere ETF-Suche, falls ihr die noch nicht kennt. Wie gesagt, hier klassifiziert als Asien ex Japan, aber es ist tatsächlich Asien-Pazifik. Ist das der größte in dem Bereich? Der größte Fonds? Wenn du jetzt auf den Tag da klickst. Das da? Ja. Geht sowas? Crazy!
Genau, sorry, das heißt mal eine kleine Feature-Showcase, aber ich glaube, das ist noch tatsächlich der, ja, laut Fondsvolumen ist das der ETF mit den meisten Einlagen. Ah ja, stimmt, genau, hier auf der 1, genau, dann gibt es noch den Luxor, ist auch der mit Abstand günstigste, wenn du das mal anguckst, also günstig, ja, wobei, nicht mit Abstand, der zweite Vanguard ist auch günstig. Wenn du Portfolio-Konzepte von Vanguard checkst, ja, ist das, glaube ich, auch einer dieser Subfonds, wenn du jetzt so ein Vanguard World Strategy oder keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Welchen von diesen Vanguard-ETFs wollt ihr noch sehen? Japan. Ich würde mal gerne gucken, was in Japan drin ist. Ich habe zum Thema Japan ein Video gemacht. Wenn Aktienmärkte nicht mehr steigen, der Fall Japan. Ja. Das sieht man auch hier ganz gut, ne? Guck mal, wie flach Japan ist. Ja. Können wir uns auch mal in den Renditen anschauen, wie die langfristigen. Okay, gut, der ist leider noch nicht so alt, dieser ETF. Top-Werte: Toyota, Sony, Keyence. Keine Ahnung, was sie machen. Mitsubishi kenne ich. Daiichi auch. KDDI nicht. Nintendo kennt man. Daikin Industries kenne ich nicht. Recruit Holdings und Takeda Pharmaceutical. Takeda. Okay, sehr gut. Dann, was haben wir noch? Emerging Markets. Den könnten wir zum Beispiel mal vergleichen. Der Emerging Markets, also der FTSE Emerging Markets, zum Beispiel gegen iShares, also ein auf MSCI basierenden Index. So. Das ist natürlich also, der südkoreanische Unterschied, der sich das im Schatz, ja, genau, das könnte natürlich sein. Ja, gute Frage. Wir könnten mal gucken. Meinst du, wir kriegen einen South Korea? Mach mal nur Korea und nicht South. Ja, stimmt. Weil ich glaube, eventuell gibt es da. Ah, MSCI Seite. Korea. So, there we go. Also, hier sehen wir, wie Korea gelaufen ist. Also bei dem iShares ist Korea drin und erstaunlicherweise sieht man das auch, dass hier die orangene Linie ist ja der iShares, also der Emerging Markets auf MSCI-Basis, da wo Korea mit drin ist. Und die grüne Linie ist FTSE ohne Korea. Ja? Und wir sehen ja hier Korea, die gelbe Linie, also Korea allein ist ja super gut gelaufen. Und daran kann man halt sehen, dass das da die Kurve da, wo Korea drin ist, leicht nach oben zieht. Das ist wie wenn ihr ein MSCI World und ein MSCI ACWI miteinander vergleicht. Da wird der World systematisch besser laufen, aus dem Hintergrund, dass du einen Emerging Markets Anteil im ACWI hast und der ACWI ja schlecht läuft. Also beziehungsweise die momentane Lage der Emerging Markets zieht den ACWI eher runter als das MSCI World. Danke, wenn man nicht mehr reden kann. Aber wenn du jetzt die Emerging Markets abgehen, dann wird wahrscheinlich der ACWI wieder den World outperformen. Genau. Na gut, also wir haben verglichen. Wir sehen also, dass die Emerging Markets Variante mit Korea drin besser gelaufen ist. Das ist natürlich auch dahingehend nur eine Milchmädchenrechnung. Denn wenn man sich das Gesamtportfolio, also die gesamte Welt anguckt, dann ist natürlich die Korea Emerging Markets Version von FTSE schlechter gelaufen. Aber es gibt ja keine Emerging Markets Version von South Korea. Also die sind da gar nicht drin. Genau, die sind nicht drin. Also nein. South Korea ist bei FTSE nicht drin. Deswegen ist es bei Emerging Markets FTSE schlechter. Auf der anderen Seite sind die natürlich dort in Develop drin. Das heißt, wenn du eh beide ETFs hast und in der Regel hast du immer entwickelt und entwickelte Länder und Emerging Markets. Und aus dem Grund hast du die Rendite ja trotzdem im Portfolio. Von daher ist es eigentlich egal, wenn du beides abbildest. Ist völlig egal, wo das für dich zugeordnet ist, also ob Korea in dem einen oder anderen drin ist. Okay, zu den einzelnen Aktien hier kann ich nicht sagen, außer dass man direkt sehen kann, dass es sich hierbei um einen Entwickler handelt. Ich sage nur Cloudflare, SAP, Software AG. Ich erinnere mich ein bisschen an Tommy, unserem genau, Entwickler. Der sagen. Hat auch ein paar Einzelwetten. Tommy, unser CTO, habe ich auch schon mal geleakt, dass er hier Cloudflare-Aktien hatte. Oder hat, ich glaube hat, aber ich glaub, der verkauft keine. Aber zumindest mal, stimmt, Tommy verkauft keine Aktien. Also ziemlich tech-lastig mit einer Ausnahme, nämlich hier der Lufthansa-Position. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine Turnaround-Wette war nach Covid. So, dann haben wir hier noch den Nasdaq, aber der Nasdaq ist, glaube ich, eher so eine kleine, so eine Einzelwette. Also hier vom Portfolio-Gewicht, wo sieht man das denn? Sieht man nicht mehr das Portfolio? Ah, doch, hier hinten. Vom Portfolio-Gewicht her. 1,07%, also nicht so intensiv. Und was wir drin haben, das seht ihr ja. Und viel vom Nasdaq ist wahrscheinlich auch in diesem Vanguard North America drin. Genau, genau. Also die größten Positionen im Nasdaq, ne? Sie sind fast schon im MSCI World ähnlich. Apple übrigens, hier, ihr wundert euch vielleicht über PepsiCo und Costco Wholesales. Nasdaq wird immer als Technologieindex bezeichnet, aber es sind nicht nur reine Technologiewerte drin. Ne? Der größte Teil ist Technologie, hier 17% Software, 15% Hardware, 14% Halbleiter, 9% interaktive Medien und so. Das sind alles natürlich Technologiefirmen, aber es gibt auch noch ein bisschen andere Sektoren, die damit drin sind. Und es ist auch nicht wahr, dass es ein reiner amerikanischer Index ist. Es sind zwar alles in Amerika gelistete Unternehmen, also quasi an der Nasdaq gelistete Unternehmen. Nasdaq gilt ja so als die Technologiebörse, aber es gibt auch Unternehmen aus anderen Ländern, die dort im Nasdaq
sind. Ja, Alibaba und so. Genau. Ist Alibaba hier mit drin? Nee, nicht. Ah, nee, hat er als Einzelwert gehabt. Also ist ein super, Produkt. Die einzelnen Werte sind sehr wahrscheinlich sehr günstig, also in ihrer TER. Kann man nochmal kurz reingucken, aber soweit. Ist ja de facto ein Weltportfolio mit Emerging Markets, Small Caps. Ist ein Weltportfolio. Ich habe nochmal kurz überlegt, was noch fehlt. Eigentlich fehlt da nichts, ja, weil Asien-Pazifik-Raum ist drin, Nordamerika ist drin, Schwellenländer sind mit drin. Also damit hast du Südamerika abgebildet, damit hast du viele asiatische Länder abgebildet, damit hast du zum Teil Indien drin. Mhm. Bei Indien sehr häufig sehr, sehr stark unterrepräsentiert ist. Europa ist dediziert mit drin, also Developed Europe, was du vielleicht nicht drin hast, wobei doch, die sind dann in den Emerging Markets. Also es ist eine gute Zusammenfassung, also kann man echt nichts zu sagen. Worauf du dann nochmal achten könntest, wäre zu gucken, ob du das bei Weltportfolio so weiterhin machen willst, weil ich glaube, bei Weltsparen kommt nochmal eine kleine Gebühr obendrauf, die könntest du dir potenziell dadurch sparen, dass du dir dieses Portfolio selbst zusammenstellst. Aber das weiß ich gerade nicht, wie viel das kostet. Und ob das überhaupt so umgesetzt wird mit Weltsparen. Also ich habe nur gesehen, dass die scheinbar Vanguard-Content veröffentlichen. Content mit Vanguard auf deren Website veröffentlichen. Aber ob die dann so eine Koop haben oder so. Aber wahrscheinlich. Ja. Weil Weltsparen ja keine eigene ETF. Matthias schreibt hier gerade 0,43 Kosten bei Weltsparen. Okay, cool. Sind das die Kosten, die nochmal oben drauf kommen? Das wäre mal interessant, nochmal zu sehen. Wenn das nochmal oben drauf kommt, dann wäre das ziemlich teuer, weil dann müsst ihr hier die TER bezahlen, also 0,15, und dann kommt mal 0,43 ob drauf. Ich bin mir relativ sicher, dass die on top ist. Also diese 0,43 kannst du dir eventuell sparen. Genau, also könntest du nochmal 468 Euro sparen. Also 104.000 mal die 0,43 kommst du auf 468 Euro im Jahr, die du dir zusätzlich sparen könntest. Ach, schon einiges. Ja, gut, schon einiges. Kommt immer drauf an. Ja, ich meine, vielleicht hast du ja auch guten Service, der damit einhergeht und dass die für dich rebalancen und so. Ich will jetzt nicht mal pauschal sagen, das ist zu teuer, das kann man auf gar keinen Fall machen. Aber du musst ja halt bewusst sein, die sind sogar schon teurer. Also wenn da nochmal 0,43 oben drauf kommt und du hier aber auch 0,15 bezahlst, dann zahlst du ja mehr an Weltsparen als an den echten ETF-Anbieter. Und da kann man das ja dann nochmal ein bisschen gewichten und sich überlegen, okay, habe ich da Lust drauf oder nicht. Das war soweit auch schon der Portfolio-Check, und wenn du möchtest, dass wir uns auch dein Portfolio anschauen, dann guck mal in die Videobeschreibung, dort findest du einen Link, wo du uns dein Portfolio zukommen lassen kannst. Ansonsten solltest du auf jeden Fall den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, dann wirst du nämlich informiert, sobald wir das nächste Mal live sind.